Gut, Hacke. Ja, gut, jawohl, Junge. Ich bin da, ein Notfallheiler. Weiter. Was Ich finde, wir haben uns gut in das Spiel reingekämpft. War kein einfaches Spiel. Der Gegner hat es auch sehr gut gemacht. War ein sehr robustes Spiel. Ich fand, in der ersten Halbzeit war die Leistung durchwachsen von der Mannschaft. Und dann kommen wir in die zweite Mannschaft, in die zweite Halbzeit gut rein. Machen es auch sehr gut und treffen dann auch. Und dann kriegen wir einen Elfmeter. Kann man streiten, ob es einer war oder nicht. Und bleiben trotzdem dran. Fand ich gut von der Mannschaft, dass wir uns nochmal zurückgekämpft haben. Und dann passiert es wieder. Und ja, solche Spiele gibt es. Dadurch, dass wir uns sehr gut noch rangekämpft haben, finde ich schade, dass wir jetzt verloren haben. Aber ja, Mund abputzen und weiter geht's. Ich glaube, die ersten beiden Tore, erste Halbzeit schenken wir uns ein bisschen selber ein. Da hat Freiburg auch zwei Torschüsse. Wir haben zwei sehr, sehr gute Chancen. Ich glaube, dass wir auch erste Halbzeit nicht ganz so extrem gut waren. Ich glaube, zweite Halbzeit waren wir wirklich sehr, sehr präsent, waren sehr, sehr griffig. Haben sehr gute Chancen und dann kommst du super ran. Wird das Spiel vielleicht durch zwei Entscheidungen entschieden, die man vielleicht in so einem Spiel nicht geben muss. Wir kriegen dann zum Glück, kommen ja nochmal zurück nach dem 3-1, haben dann nochmal zwei richtig, richtig gute Chancen, wo man den Ausgleich schon machen können. Ja, und dann gibt es halt so Tage wie heute, an denen es einfach vielleicht nicht sein sollte. Tut uns natürlich heute extrem weh, das ist klar.
Aber es geht ja am Samstag schon wieder weiter. Und haben wir nicht lange Zeit, jetzt traurig zu sein, obwohl das Spiel so hätte vielleicht nicht ausgehen müssen. Aber ja, am Samstag geht es ja schon weiter. Es war ein sehr intensives Spiel, ein sehr, sehr laufintensives Spiel. Und ich glaube, dass wir in den richtigen Momenten nicht dafür gesorgt haben, dass wir vielleicht mal ein taktisches Foul ziehen. Ja, Freiburg hatte sehr gute offensive Umschaltmomente, wo sie immer wieder brandgefährlich gewesen sind, sind folgerichtig 1-0 in Führung gegangen. Es war mit Sicherheit ein gutes Tor, wo man einfach mit ganz viel Präsenz nachgegangen ist. Trotzdem hätte man es vermeiden können, weil wir da einen Abstimmungsfehler hatten und eine falsche Entscheidung getroffen haben. Haben auch das 2-0 gekriegt. Ich glaube, dass wir in der Halbzeit uns auch vor Augen geführt haben, dass wir auch da Möglichkeiten hatten. Ja, den Lattenball oder den Lattenschuss von Kevin Lahn, die Großchance von Marquet, waren noch ein, zwei andere Chancen mit bei, die auch nicht ganz ungefährlich waren. Wir haben uns gesagt, Homburg hat gestern auch schon einen 2-0 Rückstand gedreht. Das ist halt alles möglich. Das, was wir brauchen, ist halt irgendwo ein Anschlusstreffer. Da haben wir darauf hingearbeitet, haben den auch durch Kevin Lahn erzielt, weil wir auch gesagt haben, es ist schwer durchzubrechen. Wir müssen auch, weil der Platz durchgeweicht ist, dann auch mal auf Distanzschüsse gehen. Genauso haben wir dann diesen Anschlusstreffer erzielt. Und ich glaube, dass dieser Anschlusstreffer dann nochmal eine ganz andere Dynamik in der zweiten Hälfte entfacht hat. Wir sind halt gut rangekommen, kriegen dann leider das 3-1, haben es dann aber wieder geschafft, halt ranzukommen. Und wichtig war halt einfach, dass die Jungs sich nach den Rückständen nicht ergeben haben, dass sie immer wieder eine Reaktion drauf gezeigt haben und wirklich auch in der zweiten Halbzeit alles versucht haben, um das Ergebnis zu regulieren. Wir wollten dann nochmal einen offensiven Impuls setzen, dann hat sich leider Gottes ein Innenverteidiger verletzt, sodass uns diese Wechseloption dann entfallen ist. Wie gesagt, das 4-2 ist dann entstanden durch einen Elfmeter, wo dann auch der Deckel hinten raus drauf war. Ich glaube, dass euer Torwart heute ein überragendes Spiel gemacht hat, der ganz klar auch den Sieg festgehalten hat, denn wir hatten viele gute, ganz, ganz dicke Chancen in der zweiten Hälfte. Und ist dann halt schade, dass man in so einem Spiel als Verlierer vom Platz geht. Aber heute war Freiburg definitiv vorm Tor die konsequentere Mannschaft.